Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt, die Honigmann-Nachrichten vom 30. April 2015 mit der Nummer 586. Yellowstone. Ein Ausbruch des Supervulkans unter dem Yellowstone-Nationalpark in den USA könnte die Welt in eine Katastrophe stürzen. Geologen haben den Magmavorrat erstmals kartiert. Er hat gigantische Ausmaße. Eine Supereruption würde monströse Wolken aus Säure und Asche produzieren und das Klima dramatisch kühlen. Jahrelang gäbe es extreme Ernteeinbußen, hieß es in einem Gutachten der Geological Society of London für die britische Regierung von vor 10 Jahren. Die Warnung der Forscher: Bereits eine Ascheschicht von 1 Zentimeter vernichtet den Ernteertrag eines Feldes. Genügend Material für die Apokalypse ist vorhanden. Das zeigen neue Bilder des Untergrundes, die mit Hilfe von Erdbebenwellen gewonnen wurden. Welt. Eine neue Studie vom englischen Overseas Development Institute berichtete, dass die Zahl der Leute auf der Welt, die von weniger als 1,25 Dollar leben, wahrscheinlich bei weitem höher ist als die erschreckenden 1,2 Milliarden, wie die Weltbank schätzt. Es könnten gut und gerne bis zu einem Viertel mehr sein, die von weniger als 1,25 Dollar am Tag leben, weil sie nicht von der Untersuchung erfasst wurden, sagt der Bericht und deutet an, dass die Gesamtzahl der Menschen in extremer Armut um 350 Millionen zu niedrig berechnet wurde. Wenn man diese Zahl korrigiert, auch die Leute mitzählt, die von 2 Dollar täglich leben, dann kommt man auf 2,5 Milliarden Menschen. Definiert man Armut, wenn man von weniger als 5 Dollar am Tag leben muss, dann kommt man auf 4 Milliarden Menschen. 2/3 der Weltbevölkerung laut Weltbankschätzungen. VSA. Das Wirtschaftswachstum in den USA ist überraschend auf 0,2% eingebrochen. Experten hatten mit einer Wachstumsrate von 1% gerechnet. Als Grund für den Einbruch werden die Kältewelle und der starke Dollar angeführt. VSA. Wird die Fed heute eine Zinsentscheidung treffen, die auf eine erneute Lockerung der US-Geldpolitik abzielt? Fragte gestern goldreporter.de. Wissen einige Trader schon mehr? Wie CNBC gestern Mittag meldete, hat ein Trader eine Wette von über 5,9 Millionen US-Dollar in den Ring geworfen, die auf einen starken kurzfristigen Kursanstieg bei Gold abzielt. Er kaufte 50.000 Call-Optionen auf den SPDR Gold Trust, den weltweit größten mit Gold hinterlegten Fonds. VSA Japan. Und wir werden uns wieder anhören müssen, wie brutal wir waren und wie zartfühlend human die andere Seite. Jedenfalls soweit es Menschen betraf und nicht Affen oder Tiere wie die Japaner. So war es in der VS-Armee eine verbreitete Sitte, den japanischen Soldaten den Kopf abzuschneiden, ihn abzukochen, damit sich die Haut löst und dann als Souvenir der Geliebten in die Heimat zu senden. Abartig. Wie gehabt. VSA-EU. VS-Außenminister Kerry hat gewisse Differenzen mit der EU bezüglich der Russland-Sanktionen zugegeben. Aber die EU spielt doch eine kritische, wichtige Rolle bei der Erhaltung des Sanktionsregimes, sagte Kerry am Mittwoch bei einem Treffen mit EU-Chefdiplomatin Mogherini. Die Sanktionen sind notwendig, um Russland unter Druck zu setzen, zur Erfüllung der Minsker Abkommen zu zwingen. In den nächsten Monaten soll eine überaus wichtige Wahl über eine Verlängerung der Sanktionen getroffen werden. Für Russland kommt es darauf an, bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu helfen, sagte Kerry. Kolumbien. VS-Streitkräfte und vom Pentagon beauftragte private Militärdienstleister haben laut Untersuchungen einer unabhängigen Kommission mindestens 54 Kinder, oft unter Einsatz von Drogen, in Kolumbien sexuell missbraucht. Die Immunität von VS-Soldaten im Ausland verhindert eine strafrechtliche Verfolgung. Montevideo, La Paz.
Bolivien wird ab Juni dieses Jahres vollständiges Mitglied des südamerikanischen Wirtschaftsbündnisses Mercosur sein. Die Regierung des linksgerichteten Präsidenten Morales hat dann vollständiges Stimmrecht in dem Regionalverband. Man verbinde mit dem neuen Status die Hoffnung auf Handelsvorzüge, hieß es aus La Paz, dem Regierungssitz. Iran-Israel. Der iranische Außenminister Zarif hat bei der Vereintagung der Vertragsparteien zum Atomwaffensperrvertrag Israel dazu aufgerufen, seine Atomwaffen abzuschaffen, um den Nahen Osten zu einer nuklearwaffenfreien Zone zu erklären. VN-Generalsekretär Ki-moon kritisierte im Rahmen des Treffens Russland und die USA für die Stagnation in der nuklearen Abrüstung. Saudi-Arabien. Saudi-Arabien öffnet seine Börse für Anleger aus dem Westen. Zahlreiche Investoren haben vor, in saudi-arabische Aktien zu investieren. Bisher war es Ausländern nicht gestattet, in dem arabischen Land Wertpapiere zu kaufen. China. Chinas Stahlbranche gerät zunehmend unter Druck, zeigten vorletzte Nacht veröffentlichte Daten der China Iron and Steel Association, also CISA. Demnach sind die Umsätze von mittelgroßen und großen Stahlunternehmen in China im ersten Quartal 2015 um 14,5% eingebrochen. Damit hat sich der bereits 2014 eingeläutete Abwärtstrend stark beschleunigt. Im Vorjahr waren die Umsätze um knapp 3% zurückgegangen. Insgesamt hat die Branche im ersten Quartal 2015 einen Verlust von 11 Milliarden Yuan verbuchen müssen, also knapp 2 Milliarden US-Dollar. Die Hälfte der Mitglieder in der CISA verbuchten dabei Verluste. Peking, Tokio, Washington. Der japanische Premier Abe besucht derzeit US-Präsident Obama in Washington. Die Visite stärkt ihm sicherheitspolitisch den Rücken. China kritisiert die Allianz wegen einer möglichen Destabilisierung in der Asien-Pazifik-Region. Russland-Nordkorea. Russland will eine Gaspipeline nach Nordkorea bauen, berichteten russische Medien. Auch Südkorea soll bei dem Energieprojekt ins Boot geholt werden. Vor 10 Jahren haben Seoul und Pyongyang schon mal über eine solche Pipeline verhandelt. Durch den instabilen Frieden zwischen beiden Ländern war das Vorhaben stets gescheitert. Weil Russland im Zuge der Sanktionspolitik des Westens nach neuen Kunden für Gas und Öl sucht, ist Nordkorea ein potenzieller Abnehmer geworden. Moskau-Damaskus. Die Innenminister Russlands und Syriens haben ein Abkommen unterzeichnet, das den Terrorismus in beiden Ländern mittels neuer Mechanismen bekämpfen und ausrotten soll. Zudem sollen die Beziehungen verbessert werden. Moskau-EU. Die Abschaffung des von Russland gegen westliche Länder verhängten Lebensmittelembargos steht derzeit nicht zur Diskussion mit der EU, sagte der Minister für Wirtschaftsentwicklung Russlands Ulyukayev am Mittwoch in Moskau. Dieses Thema wird mit der EU nicht erörtert. Das ist unsere innere Angelegenheit, betonte Ulyukayev. Russland-Geopolitik. Der russische Politologe und Philosoph Professor Dugin gilt weltweit als einer der renommiertesten Experten auf dem Gebiet der Geopolitik. Dem westlichen Ziel eines globalen Liberalismus und Kapitalismus unter USA-Führung setzt er sein Modell einer multipolaren Weltordnung entgegen. In kriegerischen Konflikten wie dem in der Ukraine oder in Syrien sieht der Inhaber eines Lehrstuhls an der Moskauer Universität das Aufeinanderprallen dieser grundsätzlichen Ideen. Den europäischen Völkern gibt es nur dann eine Zukunft, wenn sie ihre Identität mit einem eurasischen Block zusammen mit Russland bewahren. Der im kanadischen Ontario ausgestrahlte Sender TVO hat sich jüngst der Frage gewidmet, was es eigentlich genau mit dem von den Qualitätsmedien als Putin-Berater bezeichneten Alexander Dugin auf sich hat. Bitte selber weiterlesen unter Nummer 16. Russland-Roschen. Russische Gerichtsvollzieher haben Vermögenswerte der Süßwarenfabrik
Groschen des ukrainischen Präsidenten Poroschenko in Lipezk im Wert von 2 Milliarden Rubel, was 35,149 Millionen Euro entspricht, gesperrt, bestätigte das Unternehmen am Dienstag. Tja. Zuvor hatte der Sprecher der russischen Ermittlungsbehörde Makhin mitgeteilt, dass in der Lipezker Roschenfabrik eine Durchsuchung im Rahmen eines Strafverfahrens läuft. Die russische Justiz werfe der Fabrikleitung Steuerhinterziehung in Höhe von 180 Millionen Rubel vor. Jetzt haben wir die zweite Co-Moderatorin hier, unser Stiefelchen. Alles wird untersucht, was da steht. Ukraine. Das ukrainische Komitee der Soldatenmütter hat Staatschef Poroschenko beschuldigt, die wahre Zahl der Kriegsopfer im Osten des Landes zu verschleiern. Auf ihrer Website veröffentlichte die Organisation Personaldokumente von Soldaten, die im Debaltsewo-Kessel im Februar gestorben sind. Kein Zweifel, dass Herr Poroschenko und seine Mitstreiter die Zahl der Toten verbergen und damit die Rechte der Hinterbliebenen verletzten, erklärte das Soldatenmütterkomitee. Der Verbleib vieler Soldaten sei weiter unbekannt. Beim Versuch, das Schicksal der Vermissten zu klären, stoßen die Soldatenmütter nach eigenen Angaben auf den Widerstand der Beamten und des Militärs. Ist ja wohl klar. Weil die Schweinerei muss aufgedeckt werden, was da damals passiert ist. Tschernobyl, Osnabrück, London. Der Sarkophag ist nicht genug. 29 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl in der Ukraine laufen neue Bemühungen, den provisorisch mit einer Betonhülle umgebenen havarierten Unglücksreaktor durch ein gigantisches Bauwerk zusätzlich von der Außenwelt abzuschirmen. In London sagte eine internationale Geberkonferenz gestern weitere 530 Millionen Euro für das Megaprojekt zu. Luxemburg, Großbritannien. Vorgestern wurde im Amtsblatt der EU die Entscheidung der Kommission vom Oktober 2014 veröffentlicht, nach der für den Neubau des britischen AKW Hinkley Point C Milliardenförderungen genehmigt werden. Mit dieser Veröffentlichung ist die Entscheidung der Kommission offiziell. Diese Entscheidung stellt einen klaren Bruch des EU-Wettbewerbsrechts dar, Entschuldigung, mit völlig ungewissen Auswirkungen auf die gesamte Union und damit auch auf Österreich, stellt Manfred Doppler vom Anti-Atom-Komitee in einer ersten Reaktion fest. Wien. Während sich Polen, Tschechien und Deutschland hinsichtlich der Tour des russischen Bikerclubs der Nachtwölfe querlegen und ihnen die Visa verweigern, hat Österreich keine Probleme mit Putins Bikern. Ist ja logisch, wie sie auch genannt werden. Am Samstag werden sie am Russendenkmal beim Schwarzenbergplatz in Wien einen Kranz niederlegen. Athen, Griechenland. Der griechische Regierungschef will das Volk abstimmen lassen, sollten die Kreditgeber auf zu harte neue Sparmaßnahmen pochen. Die Verfassung sieht die Möglichkeit eines Referendums in entscheidenden nationalen Angelegenheiten vor oder auch über ein einzelnes Gesetz, das allerdings keine steuerpolitische Änderung zum Gegenstand haben darf. Zuvor müsste noch das Parlament mehrheitlich einem Referendum zustimmen. Schweden, EU, Deutschland. Ein Beitrag aus dem Handelsblatt zeigte auf, dass die Abschaffung des Bargeldes nicht so einfach ist. Denn neben der Kontrolle der Menschen, die ja angestrebt wird, würde auch der Drogenhandel der Kabale, siehe Bush, Sassoon und so weiter, drastisch zurückgehen und Regionalwährungen wie den Chiemgauern und so weiter fördern. Eine Gruppe schwedischer Bankangestellter will das Bargeld komplett abschaffen. Ohne Münzen und Scheine gäbe es nämlich keinen Bankraub, keine Steuerhinterziehung und keine Schwarzarbeit, argumentieren sie. Ökonomen erklären, was die Abschaffung des Bargeldes tatsächlich bedeuten würde. Eine Abschaffung des Bargeldes brächte das Wirtschaftssystem gehörig durcheinander. Die Forscher befürchten schwache Zentralbanken, die totale Überwachung und Inflation. Vor allem aber, so einfach, wie sich die Schweden das vorstellen, lassen sich Münzen und Scheine gar nicht verbannen. Das wird noch hochinteressant. Deutschland. Schon wieder ein weiterer Schritt zum gläsernen Bürger. Eine neue Möglichkeit für Obrigkeit und Geheimdienste aufzuspüren und zu verfolgen. Ein weiterer Angriff auf unsere Freiheit.
Nach der Überwachung, die das Mobiltelefon ermöglicht, nach der möglichen Überwachung, wenn man im Internet zugange ist, nach der Überwachung, die mit der Pkw-Maut möglich werden wird, nach immer mehr Versuchen, das Abschaffen des Bargeldes herbeizureden und als sinnvoll hinzustellen, nun also der Beschluss für den Zwangseinbau eines automatischen Notrufsystems in unsere Autos. Es kommt Schlag auf Schlag. Hört endlich auf damit. Willingen. Die 7. Kundgebung der Pegida Dreiländereck fand vergangenen Sonntag in baden-württembergischen Willingen mit 200 Personen statt. Die Teilnehmerzahlen konnten zum dritten Mal in Folge übertroffen werden, was mitunter auch auf den Hauptredner des Tages, den Pegida-Mitbegründer Bachmann, zurückzuführen war. Aggressive Gegendemonstranten aus Antifa, türkischen Kommunisten, Gewerkschaftlern und Alt-68ern wurden während den Reden von den starken Polizeikräften auch mit Hilfe von Sperrgittern auf Abstand gehalten. Die gute Nachricht? Beltane war ja eines der wichtigsten Feste überhaupt. Kennzeichnet Samhain im keltischen Kalender den Beginn des Winters und den Tod des Jahrkreiskönigs, so bedeutet Beltane der Beginn des Sommers. So wie Samhain ein Fest des Todes, der Toten und Ahnen ist, so ist Beltane ein Fest des Lebens, der Fruchtbarkeit, der Vereinigung, der Zeugung und des Sieges der Sonne und des Sommers über den Winter. Tja, hoffen wir mal, dass dann die Tage besser werden. Hier regnet es zwischendurch mal ein bisschen, es ist ziemlich frisch, obwohl die Sonne sich immer wieder durchkämpft, trotz der vielen Chemtrails am Himmel. Ist schon interessant, was hier so passiert. Schauen wir mal. So, und das war's mal wieder für heute. Die Redaktion wünscht ein angenehmes Beltane-Fest für alle. Ich hoffe, es haben sich recht viele eingetragen und erscheinen. Viel, viel Spaß wünsche ich. Bedanke mich fürs Zusehen und fürs Zuhören und verbleibe wie immer eure Conny, die Biene vom Honigmann. Passiert. Und tschüss, viele liebe Grüße an alle.